Hey, Martinez! Hey, was trampelst du hier rum? Du verscheuchst ja alles. Was machst du hier? Wonach sieht's denn aus? Ich bin auf der Jagd. Auch wenn sich hier jetzt erstmal kein Wild mehr blicken lässt. Naja, was soll's. Eigentlich bin ich ja wegen dem Jaguar hier. Und der ist, egal wie viel Lärm du machst, bestimmt noch in seiner Höhle. Was für ein Jaguar? Willst du mir den auch noch verjagen? Jetzt stell dich mal nicht so an. Schon gut, fand ich ernst gemeint. Der Jaguar treibt hier schon seit längerem sein Unwesen. Mittlerweile weiß ich auch, wo er sich versteckt. In einer Höhle. Soll ich dir helfen? Würdest du? Ja, natürlich! Klar helfe ich dir. Gut, die Höhle ist gleich hier drüben. Folge mir. Gleich nach dem Speichern. Ach, so ein Jaguarchen, das kriegen wir doch easy hin. So, da sind wir. Ab jetzt leise und vorsichtig. Zieh am besten schon mal deine Waffe. Jaguar, Jaguar jagen, Jaguar jagen, dreimal tot. Ich bin der Schleicher von Revier 5. Ich bin der Schleicher. Du musst halt irgendwo sein. Am besten scheuchst du ihn auf und ich erledige ihn dann. Ach, er bleibt natürlich hier im Eingang stehen. Waffe weg! Willst du mich verarschen? Kluge Entscheidung. Hallo? Hier, Jaguar suchen wir beide? Oh, eine Schatzkarte. Der Schatz im Tal des Jaguars. Speichern. Hey, Miezekätzchen. Oh! Hupsi! Na bitte, geht doch! Hab ich ihn aus Versehen einen zweiten Bauchnabel verpasst? Der Jaguar ist tot. Sehr gut. Das wird Tito freuen. Hier, das ist ein Teil von der Belohnung. Ich werde dann mal zu Tito gehen. Ja, grüß Tito! Und wir gucken mal, was der Jaguar in seinem Bauch hat. Also nicht in seinem Bauch, sondern in seinem Bau. Also für Jaguar-Verhältnisse hat das hier wirklich sehr hübsch. Und eine Grabwurzel. Ich glaube, die sind selten. Und eine Erzada. Aber die Erzada können wir leider noch nicht abbauen, da wir noch keine Spitzhacke haben. Aber eine Spitzhacke sollten wir uns suchen. So, hören wir Martinez noch ein. Wo ist denn Martinez? Martinez! Na, der ist aber flott. Martinez? Hat er sich teleportiert oder wie oder was? Hallo, Eusebio, den kennen wir ja schon. Zu Tito wollte er. Wer war denn der Tito nochmal? Das war der... Ach, das war der Tito. Hm, toll. Ich dachte, jetzt können wir hier noch was reißen. Und außerdem bei dem Wetter, ich überlege, ob ich irgendwo pennen soll. Ich glaube, das mache ich mal. Oder wir können mal die schöne Isabella besuchen. Vielleicht ist sie ja wach. Huch. Hallo, schönes Kind. Huch. Was will er? Hat er sich verlaufen? Nun, er will was? Ich hätte ja geklopft, Silberzunge 40. Ich bin noch nicht gut genug. Ach, verdammt. Ich wollte nur mal gucken, was es hier so gibt. Bitte geht jetzt. Gut, gehe ich eben. Was lag da gerade? Was willst du eigentlich hier? Ich schau nur mal so rein. Silberzunge, Diebeskunst, es wird Hardcore.
Silberzunge und Diebeskunst. Silberzunge, Diebeskunst. Silberzunge, Diebeskunst. Wir müssen also doch die Gerissenheit noch hochpumpen. Jetzt habe ich mich selber außer Konzept gebracht, weil ich mich gerade versprochen habe. Ja, was soll ich denn? Soll ich da einfach mal 4.000 investieren und hier vielleicht auch nochmal 4.000? Oder vielleicht 2.000 in die Härte noch? So, Härte ist vielleicht nicht schlecht und die Klingen können wir ja eh bald wieder hochpumpen. Jetzt aber wirklich richtig gesprochen. Silberzunge 25, Diebeskunst 25. Und bei ihm braucht man, glaube ich, 35. 35. Mist. Es sei denn, wir finden einen anderen Weg. Wo hab ich nur... Ach, Mist. Was sucht denn Bartolo? So, pass auf, ich penne ja mal bis zum nächsten Morgen, am besten hier im gemütlichen Bett. So. Vielleicht müssen wir dem Bartolo irgendwann folgen, nachts oder so. Hier ist es immer am Gewittern übrigens. Es regnet nicht, aber es gewittert die ganze Zeit. Ich frage mich, ob das mit dem Erdtempel zusammenhängt. So, komm, wir gehen mal wieder ein bisschen auf die Reise. Hallo Eusebio. Und schauen mal, ob wir vielleicht noch ein paar Krallenaffen oder irgendwas wegmöbeln können. Dann können wir ja zumindest noch ein bisschen Ruhm sammeln. Und mit dem Ruhm können wir dann schließlich auch wieder unsere Waffenkunst ein wenig erhöhen. Oh, und da hinten sehe ich noch eine Würgeranke. Die lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Ah! Ich brauche eine Schaufel. Verdammt, wo kriege ich denn eine Schaufel her? Eine Schaufel. Ich guck mal kurz, ob da oben jemand eine Schaufel verkauft. Mist, 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 Mist. Vielleicht der Lagerhausmann. Das Unwetter macht mir echt Sorgen übrigens. Ich hätte da gerne mal wieder ein bisschen Sonne gesehen. Hallo! Ich habe wirklich viel zu tun. Später vielleicht. Tschüss! Mist, keine Schaufel. Wo kriegen wir eine Schaufel her? Fass hier bloß nichts an. Natürlich. Ich ziehe jeden Strohhalm. Ich brauche unbedingt eine Schaufel. Ich weiß, wo es eine gibt, aber... Hast du was Anständiges zu trinken? Deshalb bin ich hier. Bei mir muss niemand durstig bleiben. Wenn du einen Grog brauchst, bist du bei mir richtig. Weniger quatschen, mehr Gesöff geben. Was hast du noch zu bieten außer Grog? Sieh es dir in Ruhe an. Wir können tauschen, wenn du willst. Hier draußen kann ich alles gebrauchen. Und für besondere Schätze zahle ich dir gutes Gold. Klingt ja schon mal ganz gut. Wenn du willst, zeige ich dir ein paar Tricks, die dich hier draußen länger überleben lassen. Ein paar Tricks mit deinen Händen oder was? Wie man Fliegen verscheucht? Welche besonderen Schätze gibt es hier? Die alten Tempel sind voller Gold und Jade. Statuen, Idole, Masken. Wer mutig genug ist, danach zu suchen, der kann sehr reich werden. Oder dabei draufgehen. Wenn du Interesse daran hast, ein paar Goldstücke zu verdienen, dann hätte ich was für dich. Ist auch nicht gefährlich. Na, jetzt bin ich gespannt. Willst du mir ein Geschäft anbieten? Jeder hier ist scharf auf ein gutes Geschäft. Und der Rotwein hat sich als begehrtes Tauschmittel erwiesen. Das Lagerhaus wurde anfangs nicht gut bewacht und der Wein war schnell weg. Was hat das mit mir zu tun? Fast jeder hat noch irgendwo eine Flasche gebunkert. Wenn du was findest, ich bezahle gut dafür. Was sagst du? Ich hab doch noch Rotwein. Wie viele Flaschen brauchst du? 5 sollten genügen. Aber ich nehme dir alles ab, was du findest. Ich schau mal, was ich auftreiben kann. Gut, ich bin die ganze Zeit hier. Und wenn du mal jemanden suchst, findest du ihn wahrscheinlich bei mir. Alles klar, der rote Wein. Bring mir was bei. Was willst du denn lernen? Ach, so einiges. Die Wirkung von Schmerztöter. Tricks, um Leute einzuschüchtern. Ich will Leute noch besser einschüchtern. Ich will wirklich jeden einschüchtern können. Schutzverletzungen, ach, die kann er mir auch alles beibringen. Bei dieser Frau kann man noch was lernen. Ein paar Tricks...
Härte 1, 500 Gold. Ich lass das erstmal. Ich guck gleich nochmal. Lass uns handeln. Bitte sag. Oh, Klamotten! Sie hat Klamotten! Dass ich das noch erleben darf. Und eine Schaufel. Eine Schaufel. Ja, eine Schaufel. Und eine Spitzhacke nehmen wir auch mal mit. Und eine Schatzkarte für 100. Die nehmen wir auch mal mit. Neue Quest. Knochensäge haben wir schon. Funkelnder Goldring. Silberzunge plus 5. Rubinring. Schmutzige Tricks plus 5. Silberzunge plus 5. Auch gut. Ein alter Dreispitz. Klingenfest und kugelsicher. Klingenfest und kugelsicher. Alter Zweispitz. 2233. Nehmen wir mal den alten Dreispitz. Alter Mantel. 1212. 6688. Nehmen wir mal den alten Mantel. Lederhose. 22. Gute Halbstiefel. Wir haben noch 599 Gold. 200. 3055. 5,5 und Silberzunge plus 2. Nehmen wir mal die und die Hose. Und jetzt sind wir pleite. Macht aber nix. Oh Gott, endlich was anzuziehen. Ich trau mich schon gar nicht. So, für den Kopf, da haben wir 2,2 und gehen auf 3,3. Aha. Für den Körper legen wir einen alten... Wow, ich komme mir so erlesen vor jetzt. Aber immerhin besser als nackt. Für die Beine eine schäbige Lederhose. Für die Füße gute Halbstiefel. Na, immerhin. Naja, das ist jetzt nicht irgendwie das Kleidsamste von Welt. Aber wir werden bestimmt ein wenig überleben. Mit den Klamotten zumindest mehr als vorher. Und jetzt haben wir auch eine Schaufel. Und noch dazu, bevor wir zu dem einen Schatz gehen, gehen wir mal zum anderen Schatz. Mein Schatz. Mein Schatz. Ach, der ist Sancho. Hast du was zu essen? Ich hab Hunger. Na komm. Hier, ich geb dir was ab. Danke, Mann. Das ist ein feiner Zug. Ich ernähre mich seit Tagen von Beeren. Da musst du mal pflücken. Wie ist die Lage? Warum bist du hier draußen? Alcazar hat mich dazu verdonnert, durchs Gelände zu laufen. Das wäre gut für mich, hat er gesagt. Pff, ein gebratenes Stück Fleisch wäre gut für mich. Warum wurdest du verdonnert? Hey, ich wusste nicht, dass die Nahrungskiste dem Kommandanten gehört. Außerdem habe ich nicht alles gegessen. Nur ein paar Würste von den Kleinen. Du hast nicht zufällig was zu essen dabei? Ich brauche auch nicht viel. Ein Stück Käse oder Schinken reicht mir schon. Ich hab dir doch gerade was gegeben. Denkst du auch mal an was anderes als an Essen? Was soll ich denn machen? Ich kann nichts dafür. Ich hab halt dauernd Hunger. Zum Glück setzt das bei mir nicht an. Die Uniform passt mir immer noch. Ach, na ja, komm, was soll's. Hier, nimm was zu essen. Oha, Essen, danke. Er scheint ja nett zu sein und wir kriegen Ruhm dafür. Wie ist die Lage? Alles ruhig. Keine Molukken und keine Piraten weit und breit. Abgesehen von dir natürlich. Ja, aber ich bin ja netter, ne? Wer ist denn dein Freund? Chavez! 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 Ach so. Dafür bin ich nicht gut genug. Schade. Na gut, wir lernen Taschendiebstahl und so lernen wir noch bei den Leuten. Da kriegen wir mal 5 Skillpunkte dazu, nehme ich mal an. Also probieren wir es dann einfach und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns hier mal, oder warte mal, bevor wir uns hier umschauen, schauen wir uns mal lieber da um. Den Schatz kennen wir schon. Ne, pass auf, das können wir auch hier rüber machen, Logbuch. Der Schatz am Strand, auf der Karte markieren, Seekarte. Oh, falscher Strand. Na, da hätten wir ja lange suchen können. So, und schnell wieder nach Puerto Isabella. Die kleine hochnäsige Schnepfe, die machen wir auch noch klar. Mit unserer Charmanz.
Unser Piratenschamanz. So, hier kommen wir nicht hin. Wo geht's denn jetzt zum Strand? Können wir hier eine Abkürzung nehmen? Dann müssen wir nicht den ganzen Weg... Ja, ist darüber. Na also. So, ganz am Ende soll also ein Schätzelein vergraben sein. Komm zu Papa! Und raus mit dir! Und rein und raus mit dir! Und rein und raus mit dir! So! Puh, dann wollen wir mal gucken. Ein bisschen wegfegen hier und dann... Yes. Schatzsucher gibt 10 Punkte, wofür auch immer. Was haben wir denn da? Jadestein, 600 Gold, eine Königsmaske, ein goldener Teller und ein Silberpokal. Ich brech ins Essen, 600 Gold. Die Schaufel hat sich gelohnt. Jetzt holen wir uns den anderen Schatz auch noch und dann müssen wir auf jeden Fall noch auf Takarigua mit dem Typen Wettsaufen machen um die Karte. Da brauchen wir noch irgendwas für den Einsatz, aber das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Hier geht es übrigens nicht hoch, wollte ich nur mal so zeigen. Wir werden auf jeden Fall professionelle Schatzsucher, wenn es da so viel Gold zu holen gibt. Da kannst du mal einen drauf lassen, Junge. So, pass auf, ich jogge ja mal wieder ein bisschen, damit das schneller vonstatten geht. Boah, das Wetter macht mich ja kirre. Ich hätte ja gern wieder Sonne. So, dann müssen wir nochmal gucken, ob wir das Krokodil klein kriegen. Jetzt werde ich natürlich übermütig, weil wir jetzt schon einen Hut aufhaben. Da spricht ja Leichtsinn aus mir, aber ich weiß auch gar nicht, wie fest wir sind. Haben aber auch keinen Schutz gegen Bisswunden oder sowas. So. Und wieder die Schaufel rein und rein und raus. Und rein und rein und raus. Und heppa. Und tschüss. So. Jetzt hier noch ein bisschen wieder wegwischen, wegwischen, wegwischen. Und ja, da ist er schon. Da ist er schon. Ruhm plus 100, wir sind Schatzsucher. Hallo? So, komm zu Daddy. Ein Rubin, 500 Gold und ein silberner Teller. Hervorragend. Mit dem Gold sollten wir dann mal anfangen, wirklich Skills zu lernen. Nicht vergessen, dass wir diese bei der Schankmaid lernen können. Oder natürlich bei den Wilden, das geht auch. Bei den Wildecker Herzbuben. Ich war's nicht. Na bitte, geht doch. So, da kann man sich vielleicht immer mal ein bisschen Ruhm abheimsen. Wo geht's denn da lang? Das sieht auf jeden Fall nach einer gesunden Idee aus, da jetzt reinzugehen. Apropos gesund. Da liegen zum Glück auch nicht viele abgenagte Knochen drin oder so. Das muss also völlig in Ordnung sein, wenn wir hier reingehen.